Unforgettable, immer in Erinnerung bleiben wird ihnen Lothar Bisky. Seine Familie möchte heute nicht gefilmt werden, während Politiker, Schauspieler und Weggefährten Bisky die letzte Ehre erweisen. Er hatte einen herausragenden, hochanständigen Charakter, einen feinen Humor. Er war gebildet und klug. Er war feinfühlig und ein herzensguter Mensch. Es tut so weh. So weh. Bisky, stets ein politischer Geist, steigt nach seiner Rede auf dem Alexanderplatz am 4. November 89 richtig in den Politikbetrieb ein, pragmatisch und ideologiefrei. Machtspiele sind nichts für ihn, doch 2005 bekommt er solche zu spüren. Der Bundestag wählt ihn nicht zum Vizepräsidenten, ein Schlag ins Gesicht. Ihn hat tief betroffen die Kulturlosigkeit, die diesem Vorgang zugrunde lag. Das Kleinkarierte, die Häme, das Denunzatorische, der spürbare Hass und die fehlende Souveränität derer, die doch eigentlich schon von Geburt an Demokraten sind. Bisky stürzte sich in die Parteiarbeit, war zweimal Vorsitzender, schaffte 2007 mit Oskar Lafontaine die Linke. Ich bin ja eher ein Mensch, der eben nach vorne geht und auch provoziert oder so. Er war, wenn man so will, eine Ergänzung, indem er eben vor allen Dingen hinter den Kulissen auf den Ausgleich hingewirkt hat und auf das Zusammenführen der Parteien. Er hat in den allerschwersten Zeiten Verantwortung übernommen und hat das ja doch lecke Schiff um viele Klippen gesteuert, hat vielen Menschen Kraft gegeben. Er kann auf ein ganz, ganz stolzes Leben blicken. Der bescheidene Junge vom Land sei Bisky stets geblieben, auch zwischen all den Berufspolitikern. So erzählt es sein früherer Filmstudent Andreas Dresen. Bis zuletzt bist du der aufrechte, integre Mensch geblieben, als den wir dich als Studenten immer verehrt und geliebt hatten. Ach, lieber Lothar, wie sehr hätte ich dir noch ein paar gute Jahre gewünscht ohne Politik, mit den Menschen, die du liebst, guten Büchern, Filmen und Kartoffelsuppe.